Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Hat uns Jesus Christus Zeichen gegeben, die uns anzeigen, wann die Endzeit da sein wird, wann seine Rückkehr erfolgen wird? Die meisten haben eigentlich sehr wenig Ahnung davon, was Christus im Hinblick auf diese Frage gesagt hat. Und viele sagen uns, dass Christus heute Nacht zurückkommen kann, oder dass er innerhalb des nächsten Jahres zurückkommen kann. Sie geben Daten und haben bislang immer natürlich die falschen Daten gegeben. Und um es klar und deutlich zu sagen, Christus kann nicht diese Nacht zurückkommen, wird nicht diese Nacht zurückkommen, wird auch nicht im nächsten Jahr zurückkommen. Der Grund für meine Aussage liegt darin, dass die Bibel uns deutlich macht, was noch geschehen muss, bevor Jesus Christus zurückkommen kann. Aber Christus hat uns dies klar und deutlich gesagt. Und wir finden dies in verschiedenen Stellen im Neuen Testament, auch im Alten Testament. Und heute möchte ich mich zunächst einmal auf Stellen im Matthäusevangelium beziehen und dann natürlich auch auf Stellen im Buch der Offenbarung. Und was ich vorhabe zu tun, ist in dieser Predigt und in weiteren Predigten Ihnen einmal eine Zeitabfolge darzustellen von Ereignissen, die geschehen müssen und in welchem Zeitaufwand und Abstand sie geschehen werden, bevor Jesus Christus zurückkommt. Das ist im Hinblick auch auf eine Anregung, die mir gegeben wurde, dass ich dies einmal tun sollte, und ich gehe dieser Anregung gerne nach. Schauen Sie, wenn wir uns das Buch der Offenbarung ansehen, dann finden wir, dass Johannes, der Apostel Johannes, dieser Apostel, den Christus sehr besonders lieb hatte, von dem wir wissen, dass er nicht nur das Buch der Offenbarung geschrieben hat, sondern auch das Evangelium des Johannes und drei Briefe, die erhalten geblieben sind, die in der Bibel sich befinden. Dieser Apostel Johannes wurde in seinem hohen Alter, als er auf der Insel Patmos als ein Strafgefangener war, in einer Vision, denken Sie daran und achten Sie darauf, in einer Vision in den dritten Himmel versetzt, wo Gott wohnt, wo Gottes Thron ist, und hat von dort aus Ereignisse gesehen, die hier auf Erden erfolgen würden in der Endzeit. Nun schauen Sie, es war dies eine Vision. Und einige sind sehr verwirrt und sagen, ja, wenn wir sterben, dann gehen wir in den Himmel ein, oder unsere unsterbliche Seele geht in den Himmel ein. Christus sagt, keiner fährt gen Himmel. Der Einzige, der in den Himmel fährt, und ich spreche von dem Himmel, wo Gott wohnt, ist Jesus Christus, war Jesus Christus, der aus dem Himmel kam, auf diese Erde, der zurückfuhr in den Himmel nach seiner Auferstehung. Einige haben mir geschrieben und gesagt, ja, aber was ist dann mit Elia? Ist der nicht in den Himmel eingegangen? Oder was ist mit dem Schächer am Kreuz, der starb und zu dem Christus sagte, du wirst noch mit mir im Paradiese sein, heute, wie es so übersetzt wird. Und ich habe Predigten darüber gegeben. Ich habe auf Posten stehen Programme darüber gegeben. Eine solche Frage könnte man sich leicht selbst beantworten, ohne sie zu stellen, wenn man sich die Mühe machen würde, die Predigten sich anzuhören. Es gibt eine Predigt über das Paradies, in dem klar und deutlich gesagt wird, dass der Schächer am Kreuz keineswegs am gleichen Tage seines Todes in das Paradies gegangen ist. Selbst Christus ist ja für 3 Tage und 3 Nächte im Grabe gewesen, keineswegs in den Himmel eingegangen. Und wir haben auch deutlich gemacht, dass das Paradies auf die Erde kommen wird. Und dann wird dieser Schächer in dem Paradies sein, wenn es auf Erden ist, nicht im Himmel. Und wenn es um Elia geht, Elia wurde nicht in den dritten Himmel versetzt, es würde dann ja im Widerspruch stehen zu dem, was Christus sagte. Niemand fährt gern Himmel. Elia wurde lediglich in einem Wirbelsturm von einer Stelle hier auf Erden auf eine andere Stelle gebracht. Und es gibt ja in der Bibel mehrere Himmel. Das sollten wir eigentlich alles wissen. Also solche Fragen, interessant ist es im Hinblick darauf, dass ich ja gerade eine Predigt gegeben habe, in der ich gesagt habe, bevor man spricht, dann sollte man sich zunächst einmal über diese Dinge orientieren. Diese Frage zeigt nur, dass der Fragesteller sich nicht mit der Materie genug beschäftigt hat und gefragt hat, bevor er sich die Antwort überlegt hat. Und die hätte er sich überlegen können im Hinblick auf das, was bereits schon in den Predigten behandelt wurde. Sie können diese Predigten auf postenstehen.de sehr leicht finden, wenn Sie sich die Mühe machen. Zurückgehend jetzt auf Johannes. Johannes war derjenige, der also in einer Vision, der war hier auf der Insel Patmos, aber in einer Vision sah er Ereignisse, die sich in der Zukunft abspielen würden. Jesus Christus hat von Ereignissen gesprochen.
die sich in der Zukunft abspielen würden. Und wir müssen nun die Stellen in der Offenbarung mit den Stellen zusammenlesen, die Christus im Hinblick auf die Endzeit gesagt hat und die dort berichtet wurden. Und nun schauen wir jetzt einmal Offenbarung Kapitel 5 an. Zu Anfang, angefangen in Vers 1. Denn da wird das Buch mit den sieben Siegeln uns verdeutlicht. Weil wir haben ja alle höchstwahrscheinlich von dem Buch mit den sieben Siegeln gehört. Einige sagen, die Bibel ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Kommt die Idee her, nur das ist nicht das, was hier beschrieben steht. In Offenbarung Kapitel 5, angefangen in Vers 1, sieht jetzt Johannes in einer Vision. Denken wir daran. Da sieht er in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Also hier geht es um Gott den Vater. Er sieht Gott den Vater in einer Vision auf seinem Thron sitzen, im dritten Himmel. Und er sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Vers 4. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun, hineinzusehen. Und einer von den Ältesten, auch hier wiederum, das habe ich ja in den Predigten über die Engelwelt klar und deutlich gemacht, es geht hier nicht um Menschen, es werden hier Älteste erwähnt, aber das sind hochrangige Engelwesen. Einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Nun, wer ist dieser Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids? Natürlich kein anderer als Jesus Christus. Und er wird jetzt hier auch symbolisch dargestellt im nächsten Vers, Vers 6. Ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten, auch das sind Engelwesen, und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen. Schauen Sie, eine Vision ist dies. Christus sieht nicht aus wie ein Lamm. Aber Christus wird häufig in der Bibel als das Lamm Gottes beschrieben. Johannes der Täufer sagte, dies ist das Lamm, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Er ist unser Passahlamm. Schauen Sie, er wird hier so symbolisch dargestellt, nicht, dass er wirklich so aussehen würde. Wie er wirklich aussieht, ist bereits vorher schon im Buch der Offenbarung dargestellt worden als eine Gestalt, menschenähnliches Aussehen, aber im verherrlichten Zustande, in einer solchen Ausstrahlung, dass Johannes quasi wie ohnmächtig vor ihm zu Füßen fiel, weil diese Ausstrahlung so gewaltig war. Aber hier wird er als ein Lamm symbolisch dargestellt. Er sah dieses Lamm dort stehen, wie geschlachtet. Schauen Sie, er wurde für uns geschlachtet. Er hat sein Leben für uns dahingegeben, sodass wir Vergebung unserer Sünden haben können. Und auch das ist etwas, was die meisten Menschen heute nicht verstehen. Was ist Sünde? Sünde ist nicht eine Einbildung in unserem eigenen Herzen. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Der 10 Gebote, der Satzungen, der Rechte, die uns näher darlegen, was die 10 Gebote beinhalten. Wie wir noch sehen werden, Christus sagt uns durch seine Apostel, wer das nicht lehrt, ist ein Lügner, in dem ist die Wahrheit nicht. Lassen Sie sich nicht von denen verführen, die jetzt daherkommen und sagen, ja Sünde, das ist halt in ihrem Herzen, das ist halt eine Vergewaltigung ihres Gewissens, totaler Unfug. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Und der Sünde sollt, meine Damen und Herren, ist der Tod, der ewige Tod, wenn er nicht von uns genommen wird. Und er kann nur dadurch von uns genommen werden, dass wir an das Opfer Jesu Christi glauben, unsere Sünden durch ihn vergeben bekommen, weil wir sie bereuen, weil wir aufhören, den falschen Weg der Sünde zu gehen. In keinem anderen ist das Heil, sagt uns Gott, als in Jesus Christus. Also hier wiederum das Lamm, das geschlachtet ist. Es hatte sieben Hörner, sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Auch hier wiederum eine Bezugnahme auf gewisse Engelwesen, die ihm dienen. Vers 7. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten, die 24 Ältesten, nieder vor dem Lamm. Und dann jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebote oder die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Schauen Sie, unsere Gebete werden mit Räucherwerk verglichen. Sie sind Gott angenehm, ein süßer Geruch. Nun, wenn wir natürlich nicht beten, dann kann Gott auch diesen süßen Geruch nicht riechen. Und sie sangen ein neues Lied, Vers 9. Du bist würdig. Also derjenige, der jetzt würdig war, der Einzige,
Der würdig war, das Buch aufzutun, war kein anderer als Jesus Christus. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Schauen Sie, wir sind von Gott gekauft. Christus hat uns durch sein Blut erkauft. Wir gehören uns nicht mehr an. Wir sind jetzt die Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wir waren einmal die Sklaven der Sünde. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wenn wir auf richtige Weise getauft worden sind, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben, dann haben wir nicht mehr das Recht, weiter in Sünde zu leben. Wir gehören uns ja nicht mehr. Wir sind die Sklaven, die Knechte Jesu Christi geworden, der Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist definiert als das Halten der Gebote Gottes. Es geht nicht um Ihre Gewissensentscheidung, wenn Sie eine Gewissensentscheidung haben, die Ihnen sagt, Sie können als Kannibale andere Menschen aufessen, ist das keineswegs im Einklang mit dem Willen Gottes. Schauen Sie. Und so heißt es hier, du hast uns erkauft, oder er hat uns erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Es geht also nicht nur um Israel, es geht also nicht mehr um Juda alleine, es geht eben auch um alle Stämme und Sprachen und Völker und Nationen. Jemand schrieb mir heute, wir lesen, dass 144.000 aus dem Stamme Israel noch versiegelt werden, noch beschützt werden, bevor Jesus Christus zurückkommt. Und das ist richtig. Und er fragte dann, ja, was ist mit den anderen, die nicht Israeliten sind? Nun, die Bibel sagt uns, dass es eine große Schar gibt aus allen Stämmen, Völkern, Nationen. Die werden auch beschützt werden vor dem Tag des Herrn. Aber darauf werden wir noch eingehen, wenn wir uns näher mit der Zeitabfolge der Geschehnisse befassen und beschäftigen. Also hier sehen wir, dass Jesus Christus, das Lamm, derjenige ist, der das Buch mit den sieben Siegeln auftun kann. Und da er dies tut, sagt er uns auch in anderen Stellen, wie zum Beispiel in Matthäus, was diese sieben Siegel bedeuten. Lesen wir in Kapitel 6, Vers 1 im Buch der Offenbarung. Ich sah, das Lamm tat das erste Siegel auf. Und als es das tat, heißt es hier, da hörte ich eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Also hier ist jetzt Jesus Christus, das Lamm, der beginnt, die sieben Siegel dieses Buches zu öffnen. Die ersten vier dieser Siegel, wie wir jetzt sehen werden, stellen die berühmten Reiter der Apokalypse dar. Sie haben alle von den Reitern der Apokalypse gehört, nicht wahr? Diese vier berühmten Reiter der Offenbarung, der Apokalypse. Die wenigsten, und achten Sie jetzt darauf, was ich Ihnen sage, die wenigsten wissen, was mit diesen Reitern gemeint ist. Viele erkennen, was die letzten drei Reiter sind. Die meisten verkennen, was mit dem ersten Reiter gemeint ist. Und wir wollen da keine Spekulationen anstellen, sondern wir wollen die Bibel durch die Bibel interpretieren. Das ist die einzige Art und Weise, wie Sie die Bibel verstehen können. Und da Christus derjenige ist, der uns hier diese Siegel auftut, muss es also auch Christus sein, der uns erklärt, was mit den Siegeln gemeint ist. Und er tut es in der Tat. Zum Beispiel in Matthäus, aber auch in Markus und in Lukas. Lesen wir zunächst einmal über die vier Reiter der Apokalypse. Offenbarung Kapitel 6, angefangen in Vers 2. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm wurde eine Krone gegeben. Und er zog aus sieghaft und um zu siegen. Und bereits jetzt schon gesagt, die meisten sagen uns, die meisten Kommentare schreiben dies, das zeigt jetzt den Siegeszug des Christentums. Nachdem Christus gekreuzigt wurde, nachdem Christus auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, als er die neutestamentliche Kirche gegründet hat, das zeigt jetzt, wie die Kirche Christi in aller Welt jetzt den Siegeszug durchgeführt hat. Sodass also die meisten Menschen heute oder viele Menschen heute oder wie man immer das auch sagen will, die Wahrheit erkannt haben, zum Christentum gehören. Wie ich Ihnen zeigen werde, ist genau das Gegenteil dessen richtig, was wir jetzt gerade gehört haben. Aber lesen wir erst weiter im nächsten Vers, in Vers 3. Und als es das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen,
dass sie sich untereinander umbrächten und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Das hört sich sehr nach Krieg an. Vers 5. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm und siehe, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen, drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tue keinen Schaden. Andere Übersetzungen haben hier, Öl und Wein taste nicht an. Hört sich irgendwie nach einer teuren Zeit an, möglicherweise vielleicht nach einer Hungersnot. Aber wie gesagt, wir wollen hier nicht spekulieren. Wir werden uns gleich anschauen, was Christus uns im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium hierzu zu sagen hat. Und dann heißt es in Vers 7, und als es das vierte Siegel auftat, da hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name war der Tod und die Hölle, im griechischen Hades, das Grab. Es geht hier nicht um eine feurige Hölle. Es gibt einen feurigen Pfuhl, der wird in der Bibel aber mit dem Wort Gehenna dargestellt. Ein ganz anderes Wort. Hier geht es nicht um diesen feurigen Pfuhl, es geht um das Grab. Diejenigen, die sterben werden. Der Tod und die Hölle, also das Grab, folgten ihm nach. Und da wird noch nicht unbedingt deutlich, was damit gemeint ist. Wiederum muss uns dies Christus in Matthäus, Markus und Lukas Evangelium sagen, was er auch tut. Und schauen Sie, und ihnen, also diesen vier Reitern der Apokalypse, wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde. Über den vierten Teil der Erde. Und hier wird etwas schon angedeutet. Zu töten mit Schwert und Hunger und Pest. Also Pest scheint hier eine Bezugnahme zu sein auf das vierte Pferd und durch die wilden Tiere auf Erden. Also wenn diese vier apokalyptischen Reiter reiten werden, und das ist auch natürlich wiederum symbolisch zu sehen, die werden nicht in wirklicher Gestalt reiten, das sind Symbole, die uns zeigen, was geschehen soll. Wenn diese vier Reiter beginnen zu reiten, wird ein Viertel der Menschheit sterben. Das ist das, was die Bibel klar und deutlich sagt. Nun, nachdem wir hier zunächst einmal diesen Überblick erhalten haben, und halten Sie Ihren Finger hier in Offenbarung 6, wir kommen darauf zurück, schauen wir uns noch einmal an, was uns Christus im Matthäus-Evangelium sagt. Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24. Und fangen wir zu lesen an. In Vers 1. Matthäus Kapitel 24. Angefangen in Vers 1. In meiner Bibel, in der Lutherbibel, heißt es hier als Überschrift, Jesu Rede über die Endzeit. Also Sie haben das schon richtig begriffen hier, dass es hier um die Endzeit geht. Kapitel 24, Vers 1. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Und andere Parallelstellen sagen uns, die waren also begeistert über diese herrlichen Strukturen dieses Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrechen werde. Und in der Tat ist das im Jahre 70 nach Christus geschehen, als die Römer unter Titus Jerusalem eroberten und den Tempel total zerstörten. Und es hat dann auch mehrere Versuche gegeben, innerhalb der Geschichte, den Tempel wieder aufzubauen. Alle diese Versuche haben bislang nicht keinen Erfolg gehabt, sind gescheitert. Und doch sagt uns die Bibel, nur das hier, um das einzuflechten, aller Wahrscheinlichkeit nach wird es noch einen Aufbau des dritten Tempels geben vor der Wiederkunft Jesu Christi. Es gibt da viele Stellen in der Bibel, die dies anzudeuten scheinen. Von daher ist es sehr interessant, dass es in Jerusalem bereits Bewegungen gibt, den dritten Tempel wieder aufzubauen. Es gibt da eine Organisation, die haben alles zusammengestellt bereits. Die haben alle die Dinge bereits hergestellt, unter anderem auch die Stiftshütte, die in den Tempel hineingebracht werden müssen. Die haben auch klar und deutlich durch ihre Aufzeichnungen nachweisen können, wer heute die Leviten sind, die alleine den Tempeldienst verrichten können. Die haben bereits auch schon den Entwurf des dritten Tempels fertig. Es geht jetzt nur noch darum, das grüne Licht zu erhalten, sozusagen den Tempel dann zu bauen. Das kann innerhalb von 6 Monaten geschehen oder weniger sogar, wenn eben der Zeitpunkt da ist. Wir lesen nämlich, dass es einen
falschen Propheten geben wird, einen religiösen Führer, der, wie es heißt, im Tempel Gottes sitzen wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein, und der gegen Jesus Christus kämpfen wird, wenn Jesus Christus zurückkommt. Wir lesen auch im Buch der Offenbarung, dass der Tempel ausgemessen werden soll und der Vorhof ist den Heiden gegeben, dass die den zertreten, bis die Zeit der Heiden vorüber ist und so weiter und so fort. Wir lesen auch, dass die Juden beginnen werden, wieder Tieropfer zu bringen vor der Wiederkunft Christi, dass dann europäische Mächte in Jerusalem einfallen werden und diese Tieropfer unterbinden werden. Nun können natürlich Opfer erbracht werden, ohne einen Tempel zu haben, aber es spricht nichts dagegen, dass ein solcher Tempel errichtet werden wird. Aber Christus geht hier zunächst einmal auf den Zeitpunkt ein, als damals die Römer den Tempel unter Herodes oder der von Herodes fertiggestellt wurde, vernichtet haben. Das war der Salomonische Tempel, aber Herodes hat ja, wie wir wissen, da einiges noch dran getan. Und jetzt heißt es in Vers 3, in Matthäus 24. Und als er auf dem Ölberg saß, und hier lesen wir jetzt über die berühmte Ölberg-Prophezeiung, von der haben sicherlich alle schon gehört, aber haben wir auch verstanden, was hier gesagt wird. Und als er auf dem Ölberg saß, da traten seine Jünger zu ihm. Und im Markus-Evangelium wird uns angedeutet, dort klar gesagt, dass es 4 Jünger waren, also nicht alle, aber 4 Jünger, die zu ihm kamen. Und es heißt hier, und die sprachen, als sie alleine waren. Also jetzt fragen ihn diese 4 Jünger ganz besonders in dem intimen Bereich, was geschehen wird in der Endzeit. Sie fragten ihm, sage uns, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Die fragten, ohne es vielleicht zu wissen, 3 Fragen. Wann wird das geschehen? Antworten, wann wird der Tempel zerstört? Nun, Christus geht später darauf ein, Jahr 70 nach Christus. Aber dann fragten sie auch, was wird das Zeichen deines Kommens und das Ende der Welt, der gegenwärtigen Zivilisation? Nun, diese beiden Fragen beziehen sich auf das gleiche Ereignis. Denn wenn Jesus Christus zurückkommt, wird damit das Ende dieser gegenwärtigen, von Satan beherrschten Zivilisation eingeleitet. Jetzt achten wir darauf, wie Jesus diese Fragen beantwortet. Jesus antwortete in Vers 4 und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Vers 5. Denn es werden viele kommen, unter meinem Namen, und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Denken wir an den ersten Reiter der Apokalypse, der auf einem weißen Pferd reitet, mit einem Bogen in der Hand, um zu herrschen, um über andere den Sieg zu erringen. Denken wir nun an das, was Christus hier sagt. Es werden viele kommen, die werden sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass jemand sagt und bekennt, dass Jesus der Christus war, der Messias, der Heiland, und werden gleichwohl viele verführen? Denn der erste Reiter, der im Buch der Offenbarung reitet, der erste Reiter der Apokalypse, ist keineswegs Christus, nicht der wahre Christus, es ist ein falscher Christus, ein falsches Christentum, eine falsche Religion, die durch ihre falschen Lehren die vielen verführt. Diese Verführung begann bereits schon zu den Zeiten der frühen Apostel. Schauen wir uns einmal an, was Paulus uns gesagt hat im 2. Korintherbrief, aber halten Sie auch Ihren Finger hier, den zweiten Finger, in Matthäus 24, dann kommen wir auch gleich noch zurück. In 2. Korinther Kapitel 11. 2. Korinther Kapitel 11 und in Vers 4. Fangen wir mit Vers 3 an, um den Zusammenhang zu sehen. Hier schreibt Paulus an die Korinthergemeinde und warnt sie, weil sie sich schon bereits haben verführen lassen. Wodurch? Durch wen? Wieso? 2. Korinther, Kapitel 11 und Vers 3. Ich fürchte aber, sagt Paulus, dass, wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List. Schauen Sie, die Schlange, Satan der Teufel. Wir kennen die Geschichte, dass damals Satan der Teufel in Gestalt einer Schlange zu Eva kam, im Paradies, das damals auf Erden war, und sie verführte.
vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, obwohl Gott gesagt hatte, du sollst davon nicht essen, an dem Tag, an dem du isst, wirst du daran sterben. An dem Tag, damit ist gemeint, es war jetzt festgesetzt worden, in dem Augenblick, wo sie davon aß, würde sie sterben. Und sie ist dann letztendlich auch gestorben, hat kein ewiges Leben erlangt. Die meisten Menschen glauben heute auch daran nicht, dass das überhaupt eine Wahrheit ist, dass es Adam und Eva gegeben hat, dass es eine Schlange gegeben hat, die im Paradies Eva verführte. Und wenn sie daran glauben, dann sagen sie ja, die Eva hat einen Apfel gegessen. Die Bibel sagt uns nicht, dass es ein Apfel war. Die Bibel sagt uns nicht, was für eine Frucht es war. Paulus hat offensichtlich daran geglaubt, denn er benutzt es hier als Beispiel und sagt, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. Schauen Sie, die Bibel sagt uns im Buch der Offenbarung, heute ist die ganze Welt verführt durch die Schlange, durch Satan, den Teufel, durch seine List. Glauben Sie nicht, dass wenn Sie im traditionellen Christentum aufgewachsen sind, dass Sie nicht verführt sein könnten. Viele Menschen werden demnächst Weihnachten begehen. Ein heidnisches Fest, das mit dem Christentum absolut nichts zu tun hat. Christus ist keineswegs im Dezember geboren worden. Ein Sonnengott mit dem Namen Sol, mit dem Namen Mithra, mit dem Namen Attis. Der war am 25. Dezember geboren worden. Es geht alles nicht zurück auf Nimrod und Semiramis und auf Tammuz, der auch in der Bibel erwähnt wird. Schauen Sie, an dem Tag wurden dann Geschenke verteilt. Die Legende sagt, dass an dem Tag, als er geboren wurde, man Geschenke unter seinem Baum fand. Und denken Sie einmal daran, was das für ein Baum war. Ein Tannenbaum! Können wir sehen, wie diese ganzen heidnischen Symbole in das heute sogenannte christliche Weihnachtsfest hinein katapultiert worden sind? Hat mit Christentum, hat mit der wahren Bibel, mit der Wahrheit der Bibel gar nichts zu tun. Aber Satan hat die ganze Welt verführt. Und die meisten, die sich heute zum Christentum bekennen, die meinen, dass dies ein Gott wohlgefälliges Fest sei, das es zu halten gelte. Jemand fragte auf YouTube, als ich diese Predigt gab, über bevor man spricht, ja, sollte man dann als wahrer Christ denn auch das Weihnachtsfest nicht halten? Die Antwort ist, absolut nicht sollten sie das halten. Keineswegs sollten sie das halten. Aber hier, Satan hat die ganze Welt verführt. Und so sagt Paulus, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken, er spricht hier wahre Christen an, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und der Lauterkeit gegenüber Christus. Von der Einfalt, der Einfachheit. Es ist eigentlich sehr einfach, das zu verstehen, was uns die Bibel sagt, wenn wir es verstehen wollen. Aber wenn Theologen anfangen, da herum zu interpretieren, wie das die meisten Theologen so tun, dann wird es nicht mehr sehr einfach, denn es ist nicht mehr die Lauterkeit gegenüber Christus, von der hier die Rede ist. Und so sagt Paulus hier, Vers 4, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt. Als wahre Christen haben wir den Heiligen Geist Gottes empfangen. Aber die meisten Menschen heute sind dem Geist dieser Welt untertan, von dem auch Johannes spricht. Der Geist, der von Satan stammt, der die ganze Welt verführt. Deswegen lesen wir auch, prüfet die Geister, ob sie von Gott kommen. Aber Paulus sagt hier, habt ihr einen anderen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt, oder jemand kommt, der euch ein anderes Evangelium predigt, das ihr nicht zunächst einmal angenommen habt. Jetzt sagt er, so ertragt ihr dies recht gern. Also Paulus sagt hier, da kommen bereits Leute, die predigen euch einen anderen Jesus. Die predigen euch ein anderes Evangelium. Und die bewirken sogar, dass ihr einen anderen Geist empfangt, weil er diesen falschen Lehren glaubt. Und Paulus sagt, das akzeptiert ihr. Das nehmt ihr an. Und damit hat die Verführung ihren Lauf genommen. Er sagt das Gleiche auch in Galater Kapitel 1. Und er spricht hier sehr deutlich über diejenigen, die ein falsches Evangelium predigen. Was ist Evangelium? Das Evangelium ist die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Gott ist eine Familie. Gott ist ein Reich. Gott herrscht. Wir werden heute, wenn wir
Bekehrte Christen sind bereits hineingezeugt in sein herrschendes Reich, seine herrschende Gottfamilie. Aber Gott hat die Herrschaft über die Erde noch nicht errichtet. Das kommt erst noch, wenn Christus zurückkommt, um auf dem Thron seines Vaters David zu sitzen, wie der Engel Maria verkündet hat, und über die ganze Welt zu herrschen. Als der Friedefürst, wie Jesaja es verkündet. Die frohe Botschaft von dem, was Gott tun wird, wer und was Gott ist, dass wir das Potenzial haben, Eintritt zu finden in die Gottfamilie und all die vielen anderen Aspekte, die damit zusammenhängen. Aber viele lehren das heute keineswegs. Die lehren, wenn wir sterben, gehen wir als unsterbliche Seelen in den Himmel ein oder in die Hölle, ein Fegefeuer, was immer. Nichts von dem sagt die Bibel. Die Bibel sagt, wenn wir sterben, sind wir tot, wir schlafen den Schlaf des Todes und wir müssen auferweckt werden von den Toten. Und das geschieht, wenn wir Christen sind im Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. Andere werden später auferweckt werden, wie wir dies in vergangenen Predigten behandelt haben. Galater Kapitel 1, Vers 6. Hier spricht jetzt Paulus die Galater an. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Nicht dem Evangelium, was gepredigt wurde, dem Evangelium vom Reich Gottes, dem Evangelium Jesu Christi, das Evangelium, das Jesus Christus brachte, was natürlich auch seine Person beinhaltet. Und das beinhaltet auch, dass wir verstehen, dass Jesus Christus Gott war, dass er Mensch wurde, dass er nach seiner Auferstehung wieder Gott wurde, dass er heute Gott ist, unser lebendiger Hohepriester, der im Himmel für uns eintritt. Wer das nicht glaubt, glaubt nicht das Evangelium Jesu Christi. Und so sagt er hier, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi. Durch die Vergebung unserer Sünden erlangen wir die Gnade Jesu Christi. Aber diese Gnade ist kein Freibrief, weiter zu sündigen. Es sagt ihr, lasst euch abwenden von diesem wahren Evangelium zu einem anderen Evangelium, Vers 7, obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt nur ein wahres Evangelium, aber es gibt natürlich viele falsche Ideen. Nur dass einige da sind, Vers 7, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Vers 8. Und diejenigen, die heute ein falsches Evangelium predigen, die sollten diese Warnung sehr zu Herzen nehmen. Vers 8. Aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Abgeschnitten von Gott, abgeschnitten von seiner Kirche, abgeschnitten von der Wahrheit. Vers 9, wie wir euch gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Nun, was ist dieses falsche Evangelium? Oder sagen wir mal zunächst, was ist das richtige Evangelium? Was bedeutet es für uns heute? Paulus spricht wiederholt vom Glaubensgehorsam. Er sagt, es geht nicht nur darum, dass man theoretisch an Christus glaubt, an Gott glaubt, an sein Opfer glaubt, an Vergebung der Sünden glaubt. Es geht darum, dass man dem Gesetz Gottes gehorsam ist. Wir lesen, dass viele Priester in der Apostelgeschichte dem Glauben gehorsam wurden. Und wir müssen bereits schon Gott, so gut es geht, gehorchen, noch bevor wir uns taufen lassen. Denn Gott sagt, er gibt den Heiligen Geist nur denen, die ihm gehorchen. Jemand schrieb mir heute eine sehr anerkennenswerte Bemerkung. Er fragte, wie das eigentlich mit dem Zehnten aussieht und an wen der Zehnte gezahlt werden soll und so weiter und so fort. Ich habe das dann erklärt. Und diese Person sagte, ich möchte auch, wenn Sie nach Deutschland kommen, wie ich das bereits verkündigt habe, werde ich ja mit meiner Frau im nächsten Frühjahr nach Deutschland kommen, dann möchte er auch getauft werden. Und er schrieb, aber das hat jetzt mit dem Zehntenzahlen nichts zu tun. Das Zehntenzahlen, das hat er verstanden, ist Gehorsam gegenüber Gott, das ich bereits jetzt tun muss. Sehr richtig.
Und auf seine Frage eingehend, an wen sollen wir den Zehnten zahlen, war meine Antwort einfach die, nun, Sie müssen wissen, wo heute Gottes Wort gepredigt wird, wo Gottes heute Gottes Kirche ist. Und an diese Kirche, an den Leib Christi, soll natürlich dann der Zehnte gezahlt werden. Aber es geht hier darum, dass man zunächst einmal bereits gehorcht, seinen Gehorsam Gott gegenüber unter Beweis stellt, damit uns Gott seinen Heiligen Geist geben kann, wenn wir uns dann auf richtige Weise von einem ordinierten geistlichen Gottes taufen lassen. Wie ich sagte, nicht nur von einem anderen nicht ordinierten Jünger, sondern es muss ein ordinierter Geistlicher sein, denn der ist es ja, der einem die Hände auflegen muss und dann zu Gott im Vater beten muss, damit man den Heiligen Geist erlangen kann. Denken wir daran, in der Apostelgeschichte Philippos, der noch nicht ein ordinierter Geistlicher war, er war scheinbar Diakon, aber noch nicht ein ordinierter Geistlicher, der hat zwar getauft, aber er konnte dadurch nicht bewirken, dass den Menschen der Heilige Geist gegeben wurde. Als die Apostel dies erfuhren, sind sie dorthin gegangen, haben den Menschen die Hände aufgelegt und dann erhielten sie den Heiligen Geist. 1. Johannes Kapitel 2. Der gleiche Johannes, der auch das Buch der Offenbarung geschrieben hat, der sagt uns hier etwas sehr Bedeutsames. Und wie gesagt, diejenigen, die heute lehren, das Gesetz Gottes sei abgeschafft, oder wir sind heute frei vom Gesetz, oder wir sind dem Gesetz gestorben. Mit anderen Worten, wir brauchen es nicht mehr zu halten, wie die meinen. Die verstehen überhaupt nicht, dass Paulus im gleichen Zusammenhang sagt, heben wir dadurch das Gesetz auf? Keineswegs! Wir richten es auf! Wir richten es auf! Es ist nach wie vor gültig für uns. Aber die Strafe des Gesetzes ist nicht mehr über unseren Häuptern, wie das berühmte Damoklesschwert, das über unseren Häuptern schwebt, wenn wir Vergebung unserer Sünden erlangt haben, und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wir sind frei geworden von der Strafe des Gesetzes. Paulus spricht manchmal auch vom Gesetz in symbolischer Hinsicht und bezieht sich auf das Gesetz unserer fleischlichen Natur in uns. Nun, von dem Gesetz sind wir auch frei geworden. Und wir sind auch frei geworden von dem Ritualgesetz, dem Zuchtmeister, das eingeführt wurde, nachdem der Mensch gesündigt hatte. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Schauen Sie, dann gab es das Ritualgesetz des Zuchtmeisters, von dem Galater spricht. Und das war nur eingerichtet worden bis zum Zeitpunkt, als Christus kam, um für uns zu sterben. So sind wir heute nicht mehr unter diesem Zuchtmeister des Ritualgesetzes, des Opfergesetzes. Auch da werde ich demnächst mal in weiterer Weise eingehen. Aber hier jetzt 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2. Schauen wir uns einmal dies an, und wenn wir uns dies durchlesen, wie kann man, wenn man wirklich glauben will, was die Bibel sagt, überhaupt zu dem irrsinnigen Schluss kommen, dass heute das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes keine Gültigkeit mehr hätten? Total irrsinnig, wenn man akzeptiert, was Johannes hier schreibt. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit, das gleiche Prinzip. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist und er uns jetzt seine Gerechtigkeit geben kann, indem er unsere Sünden vergibt, sodass seine Gerechtigkeit in uns weiter leben kann. Denn Christus lebt ja in ihnen, wenn sie den Heiligen Geist haben. Vers 2. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt, in dem Augenblick, wo jemand Jesus Christus anerkennt. Und letztendlich ist ja auch der Sinn des Kommens Christi der gewesen, die Welt zu erlösen. Dass die Welt nicht den ewigen Tod erleiden müsse, sondern dass durch ihn die Welt gerettet werden würde. Aber wie gesagt, zu der Zeit, wann es im Plan Gottes ist. Im Zeitpunkt der zweiten Auferstehung, im Zeitpunkt des Millenniums, wie wir dies bereits behandelt haben. Vers 3. Vers 3. Wenn Sie etwas aus dieser Predigt heute mitnehmen wollen nach Hause, dann denken Sie an 1. Johannes Kapitel 2, angefangen Vers 3, im Hinblick auf das Gesetz Gottes. Hoffentlich nehmen Sie mehr aus der Predigt mit als nur diese Stelle. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Christus sagte, ich habe die Gebote meines Vaters gehalten. Er sagte, ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote haltet.
Jemand kam zu ihm und sagte, Meister, wie kann ich das ewige Leben ererben? Er sagte, halte die Gebote. Und dann dieser junge, reiche Mann sagte, ja, welche? Und dann begann Christus, einige der 10 Gebote aufzuführen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, ehre Vater und Mutter und so weiter. Jakobus sagt, wenn ihr eins der Gebote brecht, dann seid ihr ein Übertreter des gesamten Gesetzes. Daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und um es ganz deutlich zu machen, sagt Johannes hier den Predigern damals, den Predigern heute, der orthodoxen Christenheit, die lehrt, das Gesetz sei abgeschafft. Schauen Sie, was er denen sagt in Vers 4. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Also, wenn jemand Ihnen eine Lehre bringt und im gleichen Atemzug sagt, ja, ich verkündige euch die Wahrheit, aber die Gebote Gottes, die sind abgeschafft, die braucht ihr nicht mehr zu halten. Johannes sagt, glaubt dem nicht, glaubt dem auch nicht das, was er sonst so von sich gibt, denn in dem ist die Wahrheit nicht, von dem könnt ihr die Wahrheit nicht erlangen. Entweder glauben sie dies oder sie glauben es nicht, aber das ist das, was Johannes hier sagt. Wir kehren zu dem ersten Reiter der Apokalypse zurück. Diesem Reiter, der auf dem weißen Pferd sitzt, mit einem Kranz, einer Krone und mit einem Bogen. Schauen Sie, es geht um religiöse Verführung hier. Es geht darum, dass den Menschen ein falscher Jesus verkündigt wurde. Ein Jesus, der kam, die Gebote seines Vaters abzuschaffen. Der kam, um angeblich ein neues Gesetz zu bringen. Und keiner weiß so recht, was das eigentlich ist. Aber natürlich, der Sabbat ist immer abgeschafft im Hinblick auf das, was so die orthodoxe Christenwelt heute sagt. Obwohl die katholische Kirche zugibt, und auch darüber haben wir bereits gesprochen, dass, wie das der Kardinal Gibbon einmal geschrieben hat, Sie können die Bibel von Anfang bis zu Ende lesen und Sie werden nirgendwo finden, dass der Sabbat abgeschafft ist. Und ich spreche jetzt von der Zeitspanne von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang, dem 7. Tag Sabbat. Einige sind so verwirrt, dass sie meinen, der Sonntag sei der 7. Tag. Der Sonntag war nie der 7. Tag. Der Sonntag war immer schon der 1. Tag der Woche, nicht der 7. Und die Tatsache, dass man in Deutschland und in anderen europäischen Ländern den Kalender verdreht hat und auf einmal jetzt den Sonntag als den 7. Tag angibt, zeigt nur, wie verwirrt heute die religiösen Menschen sind. Der Sabbat ist nach wie vor zu halten. Im Hebräerbrief heißt es, richtig übersetzt, es ist die Verpflichtung des Volkes Gottes, den Sabbat zu halten. Kehren wir zu Matthäus Kapitel 24 zurück. Denn diese Verführung, die im Zeitpunkt der frühtestamentlichen Kirche begann, die würde zunehmen. Die würde mehr und mehr gewaltig werden. Aus den Anfängen dieser falschen Verführung würde es zu einer großen, weltumspannenden Organisation werden, die überall diese Verführung, diese falschen Ideen verbreiten würde. Schauen wir uns dies an. Matthäus Kapitel 24. Er hat ja bereits gesagt, seht zu, dass euch niemand verführt. Es werden viele kommen in meinem Namen, sagen, ich bin der Christus, werden viele verführen. Vers 11. Er hat einiges bereits erwähnt, über das wir jetzt überspringen. Es geht jetzt wiederum um die Endzeit. Vers 11. Es werden sich viele Propheten erheben und werden viele verführen. Viele Propheten, viele falsche Prediger werden sich erheben, nicht nur einige, und werden viele verführen. Vers 12. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, schauen Sie, Ungerechtigkeit ist das Ablegen der Gebote Gottes, denn die Gerechtigkeit ist das Halten der Gebote Gottes. Hier sind also jetzt diejenigen, die aufgrund dieser Verführung mehr und mehr lehren werden, dass man das Gesetz nicht mehr zu halten braucht und von daher es auch dann nicht mehr halten und so wird dann die Ungerechtigkeit überhand nehmen. Deshalb wird die Liebe in vielen erkalten. Aber schauen Sie, die Liebe, von der hier die Rede ist, ist das griechische Wort Agape. Es ist die Liebe Gottes. Es geht hier um die Jünger Jesu Christi. Selbst in denen
In vielen der Jünger Christi, heißt es, wird die Liebe erkalten. Die haben sie einmal gehabt, durch den Heiligen Geist erhalten, aber sie wird jetzt erkalten, weil sie sich auch von diesen falschen Ideen beeinflussen lassen. Vers 13. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Aber es geht auch um das physische Überleben. Der wird gerettet werden. Der wird aber auch das Heil erlangen. Aber er beharrt bis ans Ende. Er lässt sich von diesen falschen Ideen nicht beeinflussen. Ist der Zusammenhang, von dem Christus hier spricht, die Endzeit? Nun schauen wir uns den nächsten Vers an, Vers 14. Es wird gepredigt werden, dies Evangelium. Es gibt nur eins, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis, nicht um andere zu bekehren. Sie können keinen Menschen bekehren. Wir sollen heute nicht den Versuch begehen, andere bekehren zu wollen. Aber wir sollen das Evangelium zu einem Zeugnis predigen, dass sie es gehört haben. Für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist das Zeichen, was Christus den Jüngern gab, als sie fragten, was ist das Zeichen deines Kommens, was ist das Zeichen des Endes? Wenn das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis gepredigt wird, das wahre Evangelium, nicht die falschen Evangelien, die seit ungefähr fast 2000 Jahren gepredigt worden sind, das wahre Evangelium, dann wird das Ende kommen, heißt es, klar und deutlich. Aber hier im Zusammenhang wird die Verführung wiederum erwähnt. Die Verführung durch falsche Ideen, durch falsche Prediger, ein falsches Christentum würde überhand nehmen. Und viele gar in der wahren Kirche Gottes würden sich davon verleiten lassen, wenn wir dem glauben wollen. Markus Kapitel 13. Markus Kapitel 13. Ich hatte eigentlich vorgehabt, heute die vier Reiter der Apokalypse durchzusprechen. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie zu kommen werde, aber wir haben ja weitere Predigten, die das dann näher noch behandeln werden. Markus Kapitel 13 und Vers 22. Auch hier wiederum eine Prophezeiung für die Endzeit. Denn es werden sich erheben falsche Christusse. Falsche Christusse. Es werden sogar Menschen sein, die von sich vorgeben, Christus zu sein, Gott zu sein. Denken wir an den Mensch der Sünde, von dem Paulus spricht im Thessalonikerbrief. Der Mensch der Sünde wird sich in den Tempel Gottes setzen und von sich vorgeben, er sei Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Es wird hier einen Menschen geben, der so von sich eingenommen sein wird, der wird auch der falsche Prophet genannt, dass er von sich vorgibt, er sei Gott. Nun, wir lesen, dass es Satan sein wird, der ihm Macht und Kraft geben wird, sogar Wunder zu tun, sogar Feuer vom Himmel herunterrufen zu können. Der wird schon so seine gewissen Zeichen tun, aber das sind lügenhafte Zeichen. Und dadurch werden viele verführt werden, sogar auch manche in der Kirche Gottes. Und so sagt Markus hier, es werden sich erheben falsche Christusse, falsche Messiasse. Und das kann sich auch auf Leute wie Hitler beziehen und so weiter, Stalin, die von sich vorgaben, sie seien diejenigen, die das Volk erretten würden. Und falsche Propheten, die werden Zeichen und Wunder tun. Schauen Sie, nicht nur der falsche Prophet, auch andere werden Zeichen und Wunder tun. Ich muss mich manchmal darüber wundern, um das jetzt ein wenig so zu behandeln. Wenn ich manchmal im Fernsehen so gewisse TV-Evangelisten sehe, die dann angeblich vorgeben, in Massenversammlungen Menschen zu heilen. Die haben dann solche Heilwasser und was weiß ich nicht alles, dass sie dann den Menschen geben wollen. Also der Betrug ist so deutlich. Aber einige glauben das. Nur das ist Betrug, das ist absoluter Unfug. Aber Christus sagt, es wird aber dazu kommen, dass auch wirkliche Wunder, aber lügenhafte Wunder, getan werden. Und was wird geschehen? Schauen wir uns dies an. Die werden Zeichen und Wunder tun, sodass sie die Auserwählten verführen würden, wenn es möglich wäre. Die Auserwählten könnten sogar verführt werden durch diese falschen Zeichen, durch diese falschen Wunder, die sehr überzeugend sein werden. Wenn es möglich wäre, heißt es hier. Nun, die Menge Bibel übersetzt, wo es möglich ist. Es ist möglich, möglicherweise, dass sie vor allen Dingen, wenn die Liebe in ihnen erkaltet, die göttliche Liebe, sich diesen Verführungen dann übergeben werden. Einige haben mich gefragt, ist es sinnvoll, sich religiöse Programme anzuschauen, wo da so einiges Wahres gebracht wird und anderes aber was nicht so wahr ist? Seien Sie sehr vorsichtig.
Satan hat die ganze Welt verführt. Satan ist ein Lügner. Wenn er die Lüge spricht, sagt Christus, so spricht er von seinem eigenen Wesen. Aber Satan versteht es auch, gewisse Körnchen von Wahrheiten in seine Lügen hineinzubauen. Wenn das alles so offensichtlich wäre, dann wäre seine Verführung ja gar nicht mehr so deutlich. Wenn Sie sich Dinge anhören oder anschauen, die nicht der Wahrheit entsprechen, können Sie sich verführen lassen. Denn wer verführt ist, weiß nicht, dass er verführt ist. Also seien Sie vorsichtig damit. Denn es ist durchaus eine Möglichkeit, dass Sie auch dadurch in die Verführung hineinschlittern könnten, aus der Sie hoffentlich herausgekommen sind oder dabei sind, herauszukommen. Nun, wenn wir uns jetzt wiederum das Buch der Offenbarung anschauen, kehren wir zum Buch der Offenbarung zurück, zu dem ersten Reiter der Apokalypse. Lesen wir dies noch einmal in Kapitel 6 und Vers 2. Das erste Pferd. Und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm wurde eine Krone gegeben. Andere Übersetzungen haben hier einen Kranz. Und er zog aus sieghaft und um zu siegen. Das ist also jetzt das erste Zeichen, wenn wir dem glauben wollen, was die Bibel sagt, dass Christus gab. Aber es ist nicht das wahre Christentum, das jetzt auszieht in alle Welt, um den wahren Christus zu verkünden, durch das wahre Evangelium. Es ist dies ein falsches Christentum, das einen falschen Christus verkündet, das ein falsches Evangelium verkündet. Aber dieser erste Reiter ist sieghaft. Die meisten folgen dieser falschen Idee, diesen falschen Lehren. Schauen wir uns einmal an, wie der wahre Christus beschrieben wird, wenn er zurückkommt. In Offenbarung, Kapitel 19. Da gibt es nämlich sehr große Unterschiede. Sicherlich, dieser falsche Christus, dieser falsche erste Reiter, der hat eine gewisse Ähnlichkeit, denn sonst würde ja keiner auf ihn hereinfallen. Aber es gibt da Unterschiede. Offenbarung, Kapitel 19, die Verse 11 und 12. Hier wird nämlich die Wiederkunft Jesu Christi beschrieben. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Also Christus kommt auf einem weißen Pferd reitend zurück, wie der falsche Reiter auf einem weißen Pferd geritten ist. Und der darauf saß, der hieß treu und wahrhaftig. Nicht dieser erste falsche Reiter. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Nicht der erste falsche Reiter, der auch ausgeht, um zu siegen, aber nicht mit Gerechtigkeit kämpft. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupte sind viele Kronen. Schauen Sie, nicht nur eine. Viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden. Also hier, wenn Christus zurückkommt, kommt er nicht alleine zurück, auf einem weißen Pferd reiten, sondern ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, mit anderen Worten die Engelschar, die hier erwähnt werden. Die waren auch angetan mit weißem, reinem Leinen. Vers 15. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert. Nicht ein Bogen, ein scharfes Schwert. Das ist das Wort Gottes. Schauen Sie, das Schwert wird hier symbolisch dargestellt, das ist das Wort Gottes. Aber er hat dieses Schwert, nicht den Bogen. Hier die Unterschiede zwischen dem falschen Reiter und dem wahren Christus. Dass er damit die Völker schlage, in dem Sinne, dass er denen begreiflich macht, dass sie das Wort Gottes übertreten. Und wenn sie in Rebellion verharren wollen, dann werden sie dafür ihren Preis zahlen müssen. Dass er damit die Völker schlage und er wird sie regieren mit all seinem Stabe. Keine Kompromisse mehr zulassen, wie das heute so gang und gäbe ist. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Auf diesen Zeitpunkt werden wir noch zurückkommen. Schauen Sie, Christus ist nicht zurückgekommen im Zeitpunkt, als der erste Reiter ritt. Christus kommt zurück zu Ende des Zeitalters. Und er kommt zurück in ganz anderer Formierung, in ganz anderer Erscheinung als dieser erste Reiter. Der erste Reiter symbolisiert falsche Religion, falsche Verführung, ein falsches Christentum. Und wir können auch deutlich sehen, dass das damit gemeint sein muss, wenn wir nämlich kurz jetzt fortfahren, mit dem jetzt als Überblick nur, was Matthäus 24, Verse 6 und 7 sagt. Nun denken wir daran, der zweite Reiter, der ritt auf einem roten Pferd. Und er kam, den Frieden hinwegzunehmen von der Erde.
Also das hört sich ganz nach Krieg an. Ist damit Krieg gemeint? Nun schauen wir uns an Matthäus Kapitel 24 und die Verse 6 und 7. Nachdem zunächst einmal Christus von einer Verführung sprach, einer religiösen Verführung, was ist das nächste Zeichen, das er gibt? Vers 6. Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da, noch nicht unmittelbar. Schauen Sie, Kriege begannen bereits schon im Zeitpunkt Jesu Christi. Die waren bereits vorher schon existent. Und sie würden auch fortfahren zu existieren im Zeitpunkt der Apostel. Durch einen Krieg würde zum Beispiel Jerusalem zerstört werden. Und so würden also auch diese Dinge zunehmen an Gewalt, an Ausmaß, wie auch die religiöse Verführung zunehmen würde. Also der zweite Reiter der Apokalypse, der also reitet, das sind Kriege. Aber in der Endzeit werden die in gewaltigem Maße zunehmen, wie Christus hier auch sagt. In Vers 7. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, also es sind kleinere Kriege, und ein Königreich gegen das andere, das sind jetzt bereits schon größere Kriege. Nun achten wir zunächst einmal darauf, ohne jetzt weiterzulesen. Es werden hier also die Kriege am Ausmaß zunehmen. Die würden mehr und mehr Königreiche beinhalten. Und so hatten wir ja im letzten Jahrhundert zwei Weltkriege. Wir werden einen weiteren Weltkrieg erleben in naher Zukunft. Auf den werden wir in der nächsten Sendung eingehen. Ein Weltkrieg mit solchen katastrophalen Ausmaßen, dass Jesus Christus sagt, wenn er nicht zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen, würde kein Mensch am Leben bleiben. Es geht nicht nur um die Möglichkeit, dass man vielleicht keine technischen Dinge mehr durchführen kann. Es würde kein Mensch am Leben bleiben. Das muss sich auf unter anderem nukleare Kriegführung beziehen. Und wir hören ja in letzter Zeit sehr viel über diese Dinge, die da im Iran geschehen und im Nahen Osten. Vor 3 Jahren habe ich bereits eine Sendung gegeben, auf Posten stehen, wo ich gewarnt habe davor, dass es zu einem Krieg im Nahen Osten kommen könnte, der sich auf Israel und den Iran und möglicherweise andere Länder beziehen könnte. Damals haben viele Leute gespottet und haben gesagt, das ist doch Unsinn. In Deutschland hat man damals überhaupt nichts davon gehört, scheinbar. Jetzt wurde mir gesagt, und ich sehe das ja auch über das Internet, sind die Zeitungen voll davon. Allmählich wacht die Welt auf. Aber die Bibel sagt uns, dass es einen Krieg im Nahen Osten geben wird mit katastrophalen Ausmaßen, in den letztendlich die ganze Welt hineinschlittern wird. Ein dritter Weltkrieg ist prophezeit, auch auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Also hier sehen wir, dass der zweite Reiter der Apokalypse, das rote Pferd, Kriege beinhaltet. Nun denken wir an Offenbarung Kapitel 6 und denken wir nochmal an den dritten Reiter. Da wurde gesagt, dass dieser dritte Reiter, der sitzt auf einem schwarzen Pferd, angefangen in Vers 5, und er hat eine Waage in der Hand. Und er sagt, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen, 3 Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tue keinen Schaden oder taste ihn nicht an. Es geht hier um große, wichtige Dinge, die man braucht, um überleben zu können, die aber nur zu sehr teuren Preisen erhältlich sind. Und wenn es heißt, Öl und Wein, taste nicht an, das heißt hier in der Lutherbibel, tu keinen Schaden, im Griechischen heißt es aber eigentlich, taste nicht an, die sind gar nicht mehr erhältlich. Die sind gar nicht mehr erhältlich. Es geht hier eindeutig um Hungersnot. Die englische Kommentierung der People's New Testament sagt uns, Öl und Wein sind total verboten, die sind also gar nicht mehr erhältlich. Was hier symbolisiert wird, ist Hungersnot. Es geht hier nach der Ryrie Study Bible um einen Mangel an Nahrung. Das stelle man sich einmal vor. In der Endzeit gibt es Hungersnöte, die die ganze Welt beeinträchtigen wird. Nicht nur lokale Hungersnöte, wie in Afrika zum Beispiel. Weltweite Hungersnöte, die vielfach auch durch Kriege hervorgebracht werden können, wie das die Geschichte gezeigt hat. Kehren wir zu Matthäus Kapitel 24 zurück.
Was sagt Christus hier in Vers 7? Dann wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein. Und Erdbeben hier und dort. Hungersnöte. Der dritte Reiter der Apokalypse wird hier von Christus identifiziert als Hungersnöte. Aber dann hatten wir ja noch den vierten Reiter. Den vierten Reiter. Kehren wir zurück zur Offenbarung Kapitel 6. Und lesen wir es noch einmal. In Vers 8. Ein fahles Pferd, der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle, Hades, das Grab, folgte ihm nach. Und dann, wie ja bereits schon gesagt wurde, durch diese vier Reiter wurde der vierte Teil der Erde getötet mit Schwert und Hunger und Pest. Also es sieht danach aus, dass dieser vierte Reiter in der Tat Pest darstellt oder Seuchen allgemein. Und dann wird hier noch erwähnt, und durch die wilden Tiere auf Erden. Also Pest oder Seuchen, ist das das, was Christus sagt? Dass der vierte Reiter Seuchen darstellt. Nun, wenn Sie sich Matthäus Kapitel 24 in der Lutherbibel anschauen, in Vers 7, da wird von Seuchen nicht geredet. Da wird gesagt, ihr hört von Kriegen und Kriegsgeschrei, erschreckt nicht, Vers 6, denn es muss so geschehen, aber jetzt Vers 7, und es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, es werden Hungersnöte sein und Erdbeben. Aber im Griechischen steht hier auch das Wort Seuchen. Wenn Sie zum Beispiel die Elberfelder Bibel nehmen, da wird das Wort Seuchen erwähnt. Sie können aber auch die Parallelstelle sich anschauen in Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21 und in Vers 11. Lukas Kapitel 21 und Vers 11. Es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Also auch hier nach Lukas hat Christus klar und deutlich die Seuchen erwähnt, als den vierten Reiter der Apokalypse. Und so haben wir hier die vier Reiter der Apokalypse näher beschrieben. Falsche religiöse Verführung, Krieg, Hungersnöte und Seuchen. Eins führt zum anderen. Und es heißt ja auch, dass durch diese vier Reiter viele Menschen sterben würden, wie wir das gerade gelesen hatten. Zunächst einmal durch das Schwert. Nun, aber es gibt nicht nur materielle, politische Kriege. Es gibt auch und hat es gegeben religiöse Kriege. Denken Sie an die Kreuzzüge. Also das Schwert bezieht sich nicht nur alleine auf Krieg, sondern auch auf durch religiöse Motivation hervorgebrachte Kriege. Also der vierte Teil der Menschheit wird getötet werden durch das Schwert, eben durch politische und religiös motivierte Kriege, sodann durch Hunger, sodann durch den Tod, der also durch Seuchen hervorgebracht wird, und Hunger wiederum, natürlich kann dann auch zu Tod führen, wie man sich das ja leicht vorstellen kann, wenn man nichts zu essen hat, wird man letztendlich sterben. Und dann heißt es aber auch noch, und durch die Tiere auf Erden. Nun, viele Tiere können Seuchen natürlich übertragen. Und das ist eine Möglichkeit, diese Stelle zu verstehen. Denken Sie an den Ebola-Virus, der scheinbar durch den Verzehr von Affen übertragen wurde. Oder denken wir an die Vogelseuche oder an die Mad-Cow-Krankheit. Ich musste einmal lachen, als der berühmte Winnetou-Darsteller Pierre Brice, der ja aus Frankreich kommt, die Mad-Cow-Krankheit als die blöden Kühe-Krankheit bezeichnet hat. Aber das sind alles natürlich Krankheiten, die durch Tiere übertragen werden. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das zu verstehen, was diese Tiere anbelangt, durch die viele Menschen dann auch sterben werden. Wir lesen nämlich eine interessante Stelle im Buch Hesekiel, in Kapitel 14. Hesekiel, Kapitel 14. Und in Vers 21, hier wird nämlich wiederum gezeigt, wie Strafen erfolgen werden. Lesen wir angefangen in Vers 19, um den Zusammenhang zu sehen, denn das ist auch eine Prophezeiung für die Endzeit. Wenn ich die Pest in dieses Land schicken und meinen Grimm darüber ausschütten würde, mit Blut vergießen, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und Noah, Daniel und Hiob wären darin.
So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Schauen Sie, wenn wir alt genug sind zu verstehen, dann können wir als Eltern unsere Gerechtigkeit nicht auf unsere Kinder übertragen. Die müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und Gott sagt, wenn ich die Pest über das Land schicken würde, Seuchen oder Kriege, Blutvergießen. Diejenigen, die gerecht sind, die Auserwählten, die werden von diesen Plagen gerettet werden. Und darauf werden wir auch noch eingehen. Es wird nämlich in der Bibel klar und deutlich gesagt, dass es für einige ein Entrinnen geben wird von diesen Plagen. Für einige. Aber es geht auch wiederum hier um Gerechtigkeit, um das Halten der Gebote Gottes. Vers 21. Denn so spricht Gott der Herr, wenn ich meine vier schweren Strafen, schauen Sie, was die sind, Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest, über Jerusalem schicken werde, um darin auszurotten Mensch und Vieh. Siehe, so sollen einige übrig bleiben und davonkommen, die Söhne und Töchter herausbringen werden. Die sollen zu euch kommen und ihr werdet ihren Wandel und ihre Taten sehen und euch trösten über das Unheil, das über Jerusalem habe kommen lassen und über all das andere, das ich über die Stadt habe kommen lassen. Einige werden überleben, wie wir das ja bereits gesehen haben. Aber hier werden vier interessante Strafen erwähnt. Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest. Wilde Tiere und Pest. Nun, wie ich sagte, Pest und Seuchen können durch wilde Tiere übertragen werden, aber es gibt noch die andere Möglichkeit, dass durch die Ausrottung der Menschen, denken wir daran, durch die vier Reiter der Apokalypse wird ein Viertel der Menschheit ausgerottet werden. Allein durch die Apokalypse, diese Reiter, wie wir noch sehen werden, es werden noch weitaus schlimmere Plagen kommen. Tiere werden möglicherweise dadurch überhand nehmen und werden dann auch frei herumstrolchen können, sozusagen. Wilde Tiere. Und so kann es durchaus möglich sein, dass auch hierauf Bezug genommen wird, in dem, was Ezekiel inspiriert wurde zu schreiben. Also wir haben heute, meine Damen und Herren, zunächst einmal im Überblick die vier Reiter der Apokalypse uns angeschaut. Wir werden in den nächsten Sendungen auf die weiteren Zeichen eingehen, von denen Christus sprach, denn es würde eine große Trübsal kommen. Es würde der Tag des Zornes Gottes kommen, der Tag des Herrn. Sein grimmiger Zorn würde ausgeschüttet werden über die Menschheit. Das Buch der Offenbarung macht dies sehr deutlich, was mit diesen Plagen gemeint ist, was mit dem Tag des Herrn gemeint ist, was mit dem Tag seines grimmigen Zornes gemeint ist, warum Gott diesen Zorn über die Menschheit ausschütten wird und wann das geschehen wird. Und auch hier darf ich sagen, möchte ich sagen, die meisten Menschen, auch wenn sie das Buch der Offenbarung gelesen haben, verstehen absolut nicht, was geschehen wird, wie es geschehen wird, was die Bibel dazu sagt. Ich höre immer wieder die Idee, unabhängig jetzt von der falschen Idee der heimlichen Entrückung, die es nicht gibt, dass die große Trübsal zum Beispiel 7 Jahre lang dauern soll. Nichts in der Bibel sagt darüber etwas aus. Die große Trübsal wird allenfalls 3,5 Jahre dauern, möglicherweise gar noch etwas kürzer. Wo die Idee herkommt, dass die große Trübsal 7 Jahre lang dauern soll, ist mir total schleierhaft, denn die Bibel sagt es nirgendwo. Aber es wird gelehrt. Lassen Sie sich nicht verführen von falschen Lehren. So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.